Willkommen zum Lehrvideo von Birth Support über die Verwendung des Geburtspools in einem Krankenhaus. In diesem Video zeigen wir Ihnen, was im Birth Support Lieferpaket enthalten ist, wie Sie das Bad aufstellen, befüllen, benutzen, aufräumen und wieder wegpacken. Die große Tasche enthält den Geburtspool und die Pumpe zum Aufpumpen. Im Krankenhaus sollten auf der Entbindungsstation idealerweise mehrere Pools zur Verfügung stehen, von denen mindestens einer aufgeblasen ist. Für jede Entbindung in der Geburtswanne wird ein Entbindungspaket verwendet. Wir bieten verschiedene Lösungen, um Ihren Klienten dies zu ermöglichen. Das Lieferpaket enthält die folgenden Artikel: Ein ungiftiger Wasserschlauch von 10 Metern, eine Wasserpumpe, ein Badethermometer, ein Schöpfsieb, eine rutschfeste Matte, lange gynäkologische Handschuhe, eine Innenhülle und eine Kranverbindung. Der Geburtspool verfügt über einen Boden, einen Sitz und drei Luftringe von der Wand. Zum Aufblasen können Sie die Luftpumpe verwenden. Mit dieser Luftpumpe können Sie sowohl die Luft in den Geburtspool hineinblasen, aber auch wieder herausnehmen. Mit der Pumpe können Sie den Geburtspool nicht zu viel aufpumpen. Blasen Sie also so lange auf, bis keine Luft mehr hineingepumpt werden kann. Beginnen Sie mit dem Aufpumpen des Bodens und des Sitzes. Verwenden Sie dafür den schmalen Aufsatz. Beginnen Sie dann mit dem unteren Ring und arbeiten Sie sich weiter nach oben. Verwenden Sie dafür den breiten Aufsatz. Füllen Sie den oberen Ring etwa 50% auf. Dadurch wird das Platzieren der Innenhülle einfacher. Das Aufblasen dauert etwa 10 Minuten. Wenn die Wanne aufgeblasen ist, ist dies der letzte Moment, in dem sie bewegt werden kann. Sobald er mit Wasser gefüllt ist, kann der Geburtspool nicht mehr bewegt werden. Beim Platzieren des Geburtspools muss darauf geachtet werden, dass der Abstand zum Wasserhahn, Abfluss und Bett nicht zu groß ist, aber genügend Platz um den Geburtspool herum vorhanden ist. In jedem geeigneten Kreissaal gibt es einen festen Platz, an dem der Geburtspool aufgestellt wird. Die Antirutschmatte wird dort platziert, wo die Frau in den Geburtspool ein- und aussteigt. Die Originalinnenhülle hat eine perfekte Passform und ist ein integriertes System mit dem Geburtsbad von Birthpool in a Box. Die Innenhülle wird über den gesamten oberen Ring gelegt, über den Griffen und Ventilen. Als Startpunkt können Sie dafür den Getränkehalter in der Innenhülle suchen. Eventuelle Luft unter der Innenhülle tritt beim Befüllen mit Wasser durch die Entlüftungslöcher an den Griffen aus. Es ist wichtig, dass die Unterseite der Innenhülle faltenfrei ist und in die Seiten des unteren Rings gedrückt wird. Sobald Sie die Innenhülle angebracht haben, können Sie den oberen Ring weiter aufblasen. Danach ist die Innenhülle perfekt im Geburtspool angebracht und Sie können mit dem Befüllen des Geburtspools beginnen. Holen Sie den Wasserschlauch aus der Verpackung und rollen Sie ihn auf. Schieben Sie den Wasserschlauch durch den Schlauchhalter an der Innenhülle. Ziehen Sie dann den Wasserschlauch zum gewünschten Wasserhahn. Wenn Sie mit dem Befüllen der Badewanne beginnen, schließen Sie den Schlauch an den Warmwasserhahn an. Verwenden Sie für den Anschluss die mitgelieferte Wasserhahnkopplung. Befestigen Sie den Schlauch an der Unterseite, indem Sie den Verschluss abschrauben und den Schlauch durch den Verschluss und zwischen die Zähne des Anschlusses schieben. Drehen Sie den Verschluss wieder auf den Anschluss. Die Schnellkopplung wird dann auf den Wasserverteiler des Thermostatventils aufgeschnappt. Mit dem Wasserteiler bestimmen Sie die Richtung des Wassers. Die ideale Wassertemperatur liegt zwischen 36,5 und 37,5 Grad. Das Thermometer können Sie im Geburtspool treiben lassen. Füllen Sie den Geburtspool zunächst bis zur Mindestfüllhöhe. Die maximale und die minimale Füllhöhe können Sie auf der Innenseite der Innenhülle ablesen. Das Füllen dauert etwa 45 Minuten. Die Frau kann natürlich auch vorher zur Entspannung in den Geburtspool steigen.
Wir empfehlen, den Schlauch nach dem Befüllen zum Wasserhahn zu bringen, um eine mögliche Stolpergefahr zu verhindern. Beim Ein- und Aussteigen aus dem Geburtspool ist es wichtig, dass die Frau ständig unterstützt wird. Der Einstieg kann erfolgen, indem man zuerst auf der Kante sitzt und ein Bein über die Kante legt und dann das zweite Bein darüber legt. Die weichen Wände, der Boden, der Sitz und die verschiedenen Griffe ermöglichen es, viele verschiedene Positionen im Geburtspool einzunehmen. Im Geburtspool sind bewusst keine Griffe an der Innenseite angebracht, um mögliche Behinderungen und Bewegungseinschränkungen zu vermeiden. Die Frau findet in der Regel selbst eine Position, die sie als angenehm empfindet. Regelmäßiges Wechseln der Körperhaltungen kann die Entbindung fördern. Der integrierte Sitz dient als Rückenstütze und zum Sitzen während der Wehen. Um die Temperatur des Wassers zu erhöhen, können Sie mit dem Wasserschlauch heißes Wasser bis zur maximalen Füllhöhe nachfüllen. Ein guter Zeitpunkt dafür ist zum Beispiel, wenn die Frau zur Untersuchung oder um auf die Toilette zu gehen aus dem Geburtspool steigt. Sorgen Sie dafür, dass das Wasser gut gemischt ist, bevor die Frau wieder in den Geburtspool steigt. Wenn der Geburtspool bis zur maximalen Höhe gefüllt ist, verwenden Sie einen sauberen Eimer, um Wasser aus dem Geburtspool zu entfernen. Dies kommt jedoch selten vor. Wenn Sie den Geburtspool in einer zugfreien Umgebung bei Raumtemperatur aufstellen, kühlt das Wasser nur geringfügig ab. Während der Eröffnungsphase muss die Frau angeben, welche Temperatur sie angenehm findet. Während der Austreibungsphase ist es wichtig, dass die Wassertemperatur zwischen 36,5 und 37,5 Grad liegt. Der integrierte Sitz wird nach der Geburt zum Sitzen verwendet, sodass der Kopf des Babys über Wasser bleibt. Halten Sie das Kind mit feuchten Tüchern und einer Mütze warm. Bevor Sie den Geburtspool entleeren, sollten Sie zunächst den größten Schmutz mit dem Schöpfsieb entfernen. Trennen Sie den Wasserhahnanschluss vom Wasserhahn. Hängen Sie den Schlauch an die Toilette unter den Toilettensitz, damit der Schlauch gut befestigt ist. Die Wasserpumpe aus der Verpackung nehmen und das schwarze Koppelstück in die Pumpe einschrauben. Das Kabel der Wasserpumpe ist 5 Meter lang. Schließen Sie den Wasserschlauch an die Pumpe an und lassen Sie die Pumpe auf den Boden absinken. Schließen Sie das Kabel an die Steckdose an und die Pumpe beginnt automatisch das Wasser abzupumpen. Das Leerpumpen des Geburtspools dauert etwa 45 Minuten. Sobald der Geburtspool fast leer ist, beginnt die Pumpe Luft anzusaugen. Um das letzte Wasser aus dem Geburtspool zu entfernen, entleeren Sie den oberen Luftring durch Öffnen des Ventils. Dann ziehen Sie die Innenhülle auf einer Seite hoch, damit das letzte Wasser zur Pumpe läuft und abgepumpt werden kann. Sobald das Wasser aus dem Geburtspool gepumpt wurde, legen Sie alle gebrauchten Einwegartikel in den Geburtspool. Die Wasserpumpe, der Wasserschlauch, das Thermometer, die Anti-Rutschmatte, die Handschuhe und das Schöpfnetz. Die Innenhülle können Sie als Müllsack verwenden, um alles auf einmal zu entsorgen. Sorgt ist, bleibt noch der Geburtspool mit der Luftpumpe und den Anschlüssen übrig. Zwischen dem Boden des Geburtspools und der Innenhülle kann sich Kondenswasser gebildet haben. Außerdem können beim Ein- und Aussteigen Wasser und Schmutz auf den Geburtspool gelangt sein. Es ist sehr wichtig, dass der Geburtspool vor dem Zusammenfalten sauber und trocken ist, da sonst das Material beschädigt werden kann. Das Bad kann mit den bereits vorhandenen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Wenn der Geburtspool sauber und trocken ist, kann er wieder verstaut werden. Idealerweise sollte dieser in einem aufgeblasenen Zustand sein. Wenn das Bad wieder in der Tasche verstaut werden soll, öffnen Sie bitte alle Ventile. Entfernen Sie mit der Luftpumpe die Luft aus dem Sitz und dem Boden, indem Sie den schmalen Aufsatz am Ausgang anbringen. Lassen Sie die Pumpe so lange saugen, bis die ganze Luft aus dem Geburtspool entfernt ist. Dies erleichtert das Falten. Anschließend entfernen Sie mit dem breiteren Aufsatz die Restluft aus den Luftringen. Es ist wichtig, dass der Pool unbeschädigt in die Tasche passt. Falten Sie die Seite des Sitzes zu ein Drittel nach innen. Falten Sie dann die andere Seite zweimal für ein Drittel nach innen.
falten Sie die andere Seite darüber. Nehmen Sie nun beide Enden und falten Sie sie zur Mitte hin und falten Sie alles dann nochmals in der Mitte. Mit der Spannvorrichtung können Sie dann das Paket sichern. Legen Sie den Pool und die Luftpumpe in die Tasche und schließen Sie diese. Danke, dass Sie sich das Birth Support Video über das Geburtskonzept für Krankenhäuser angesehen haben. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich an uns. Wir sind für Sie da.